5-1 steht's. Und der Wolfrider ist gegen den Schaman ziemlich gut, weil man die Totems oft ausschalten kann mit einem Charge dann gleich. Das ist sehr praktisch. Mind Control will ich am Anfang nicht. Valiant Chosen auch nicht zu langsam. Shrinkmeister wäre schon ganz gut. Als einziger Two-Drop wäre es nicht ganz so ideal. Vielleicht kriege ich noch einen anderen One- oder Two-Drop. So sieht es schon besser aus. Idealerweise call ich einen Shadowboxer raus. In der zweiten Runde spiele ich den Shrinkmeister, in der dritten Wolfrider und. Ja, oder es läuft so. Oder es läuft so und ich kann es gar nicht. Na, vielleicht denkt er sich, er lässt den Shadowboxer stehen. Wer weiß. Der gute Dust Devil hat ja Overload. Ja. Also er kann zumindest nächste Runde nicht spielen. Ich spiele es nochmal anders, da ich hoffe, dass ich den Acolyte of Pain plus den Shrinkmeister nutzen kann. Na, fangen wir nochmal anders an. So geht's auch. Vernünftiges auf der Hand. Damit kann ich leben. Die Totems nehmen wir mal gleich am besten immer wieder raus. Autsch. Tja, ich kann ihn auf 2-6 runterbringen, mache aber selber nur 5 Schaden. Bringt also auch noch nicht so viel. Sonst kill ich ihn. Machen wir es mal ganz anders. Ignoriere ich ihn einfach und spiele den Fellreaver. Soll er halt schauen, was er macht. My eyes are open. So, dann spielen wir den Shrink. Spielen wir den Dark Iron Dwarf. Ne, machen wir anders. Den Shrinkmeister auf ihn. Taste my steel. Ihn darauf. Jetzt haben wir schöne Board Control. Manchmal sind die Spieler so versessen drauf, einen Karten ziehen zu lassen, dass sie alles andere unterordnen. Na, aber es ist immer noch sehr gut. Gar kein Problem. Können erstmal den Dark Iron Dwarf mit dem Wolf Rider spielen. Das passt. Und noch 3 Mana übrig. Da spielen wir den Ogre Brute aus, der am stärksten ist. Hab 11 Karten weniger oder 10 Karten weniger als er. Aber ich glaube, das wird gar nicht zum Tragen kommen. Noch ein Fire Elemental. So starke Karten, die Sau. Nicht schlecht.
might of Stormwind. Is someone injured? Die. Hat jetzt natürlich, dadurch, dass er so viel auf den Fellweaver geben musste, gute Zeit, meine Board Control auszubauen. Zwei Taunts noch aus, okay. Auch eine nette Möglichkeit. Is someone injured? Schauen wir erstmal, wen er angreift. Okay. Na gut, dann nehmen wir eh den raus. Hier, 6. Lootroller bringt natürlich nicht so viel, aber mein Control bringt mir einiges. Das ist eine schöne Runde. Der Fellweaver wieder mal gut funktioniert. Und damit haben wir es. 6-2 müssten wir jetzt haben. Ja, das ist doch langsam okay. 7. Ab 7 hat man Infinite Arena, heißt es. Das heißt, man hat mehr Gold verdient, als man ausgegeben hat. Und das ist natürlich immer super. You can also win prizes. Na dann. Anduin versus Jaina. You asked for it. The light shall bring victory. Kein so schlechter Anfang. Kann sogar jede Runde was spielen. Behalte ich einen Ogermagi. So stark ist er in meinem Deck leider nicht. Ich probiere, ob ich da noch was Besseres kriege. Die anderen drei gefallen mir sehr gut. Doch. Damit kann man doch arbeiten. Greetings. Schon die erste Runde anscheinend. Richtig kompliziert. Na, wird der Light Warden gleich weggekloppt mit einem Spell. Kommt ein Zweier-Minion. Was wird passieren? Die Spannung bringt mich fast um. Okay. Dich kann ich nicht gebrauchen. In der Waffe muss ich bei Mage ja nicht rechnen und dann habe ich den Shadowbox in diesem Fall lieber behalten, weil ich den vielleicht nochmal nutzen kann tatsächlich. Anzeige Portal.
beides jetzt nicht so toll. Ach. Da wäre Shadowbringer besser gewesen, wenn ich noch eine AP übrig gehabt hätte. Wie man es auch macht, macht man es verkehrt. Na toll. Zwei, drei, zwei, vier. Na, keine Mirror Entity schon mal. Ist doch mal ganz gut. War ich nicht ganz sicher, was mich da erwarten würde. Jetzt wäre ein Shrinkmeister nicht schlecht. Natürlich nicht. Okay, Vaporize? Ne, Ice Barrier. Na gut, Ice Barrier. Eines der Secrets, die mich jetzt hier am wenigsten interessiert. Nächste Runde habe ich 6 Mana. Könnte ich dann 7 ausspielen? Lass mal das mal so. Vielleicht kann ich. Vielleicht brauche ich die Coin nachher, um meinen Controller gerade mal eine Runde früher rauszubringen. Das könnte schon viel ausmachen. Ungefähr unentschieden im Moment, wenn man ein bisschen schaut, wie die Board Control ist. Ich habe 4 Karten auf der Hand, eher 5. Ich habe aber hier den Death Rattle noch mit Draw Card. Dingo. Yes. Eins, drei, fünf. Wenn eine Karte mehr gezogen, das kann den Unterschied machen. Gerade diese Karte kann auch sehr, sehr wertvoll noch werden. Brauche ich nächste Runde Mind Control oder brauche ich es nicht? Das ist so ein bisschen die Frage gerade. Sonst kann ich jetzt diese Runde 9 ausspielen. Will ich lieber eine Karte ziehen? Eine sichere Karte? Habt ihr euch mehr Optionen? Das finde ich, glaube ich, gar nicht verkehrt. Das finde ich nicht schlecht. Das sieht da, Frostball.
Squire, attend me. Ready, sir. My shield for Argon. So, die nächsten Runden sehen mal ganz gut aus mit den beiden Mind Controls. Also gegen alles, was er ausspielen kann, bin ich gut gewappnet. Ja, das geht natürlich sehr gut für ihn. Zwei schöne... Den opfert er jetzt, okay. Ich glaube, den nehme ich einfach. Ich habe zwei Mind Controls. Sollte ich nicht zu sparsam mit sein? 4-3. Der ist schon ziemlich gut. Ich könnte natürlich auch die beiden... 2-5 würde nicht sterben. 3-6 würde nicht sterben. Das ist jetzt die Frage. Na, nimmt man ihn... Ich spiele es so. So eine okaye Karte zu nehmen, aber Autsch. Scheiß Goblin Blast Mage. Schwer zu sagen, wäre der andere sogar besser gewesen als der Goblin Blast Mage. Und außerdem hätte ich ihn genommen, den Paladin Shredder, der Goblin Blast Mage, halt nicht sein Battlecry ausführen können. So im Nachhinein wäre es viel, viel besser gewesen. Aber im Nachhinein halt. Ich muss auch erstmal vorher wissen. Tja. Das wäre viel besser gewesen. Wie gut das ist, dass er nicht durch die Hero Power getargetet werden kann. Oh, King Crush. Fucking fuck. Okay, für den lohnt sich auf jeden Fall Mind Control. Hoffentlich hat er nichts, um den King Crush gleich wieder rauszunehmen. Kann ihn einfrieren. Na. Na, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ready to ride. Taste my steel. King Crush möchte ich mich ganz gerne noch am Leben halten. Wenn es denn möglich ist. Ach, fuck it. Ja, das eine Mind Control, das hätte ich im Nachhinein... Weiß man es natürlich, ist eine Mind Control, hätte viel ausmachen können. Let the pain speak to me. Wie ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Get back, you scurvy dogs. Intensification commence. Ouch. Are
geil das Windfury auf den Oribin Egg ist. Ja, so viel zu lachen habe ich trotzdem nicht. Ja, das war trotzdem nicht gut. Das kann er immer noch mit dem Salty Dog angreifen. Na, fuck. Das soll ich einfach so angreifen. Ne? Gar nicht gesehen. Ich war so vertieft. Ich habe aber immer noch Gedanken bei dem einen Mind Control auf dem Piloted Treader. Das hätte, glaube ich, echt den Unterschied gemacht. Und es ärgert mich so. 6-3. 6-3 ist jetzt nicht so schlecht. Aber wenn es auf einen Play rausläuft, wo man Siedler dann besser weiß, dann ist es schon ärgerlich. 75 Gold, Inner Rage und ein Pack. Naja, immerhin auch die Daily Quest erfüllt. Gar nicht so schlecht. Bald haben wir auch wieder 10 Packs zum Aufmachen. 6-3. Ist jetzt nicht so verkehrt. Ich denke, das war ein netter Abschluss für diesen langen Abend. Nun gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen für diese Runde Hearthstone noch. Nächstes Mal gibt es Naxxramas, was ich dann endlich mal spielen werde. Schon lange geplant, jetzt werde ich es angehen, bevor die BlackRock-Erweiterung kommt. Der Stream ist am Donnerstag. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Ich wünsche euch ansonsten noch eine gute Nacht auf Twitch, auf YouTube auch. Noch was auch immer. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis dann.